So, unser nächstes Spiel für heute lautet Dungeons of Aether. Und man sieht schon im Logo, da sind Würfel drin. Ich habe scheinbar vor kurzem eine Affinität zu Würfelspielen entdeckt. Und das ist auf jeden Fall Pixel-Look, hat man ja gerade schon gesehen. Ich glaube, irgendwie Taktik, Strategie, vielleicht kommen auch wirklich Würfel vor, das weiß ich gar nicht so genau. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Aber wir sind ja hier, um das rauszufinden. Es hat auf jeden Fall einen schönen Look. Und ich mag ja so kleine Spielchen und ich mag auch scheinbar Würfel- oder Kartenmechanik und so. Von daher mal gucken, was uns das Spiel so bringt. Wir starten die 15 Minuten jetzt. Nein, jetzt wäre gerade, glaube ich, nochmal das Tutorial gekommen. Aber gut. Wir fangen jetzt an. Wir haben keine Zeit. Fleet! Come on, come on! There's got to be some kind of incriminating evidence stashed here. Also, Pixel-Look mag ich schon mal. Hey, who's there? Eliana, if it's you again, I swear. I mean, you can't hide your evil deeds forever, you Badger Co. Lecky. Also, Badger Co. ist die Firma wahrscheinlich und Lecky heißt sowas wie, hier, ne? Hau drauf, irgendwie so Arbeiter. Beg your pardon? Prepare to face justice for your crimes against Jules Vale. Lakai, genau. Ja, das passt natürlich noch besser. Oh, wait. I know you. You're that crazy vigilante who harasses folks around town. I'm Fleet and I'm the Archer of Justice. My aim is always true. Aha. Well, you missed the mark on me. I'm not with Badger Co. anymore. And I certainly don't have any love for them. A likely story. Believe what you want. When I warned them, they were being stupid and reckless with their mining operations, they fired me. It was very public. I'm honestly surprised you didn't hear us hollering across ether. Then you are a kindred spirit. You must delight at the thought of stopping their villainy. I wouldn't go that far. Although, I wouldn't be opposed to throwing a spanner in their works. I'd give the local businesses a chance to get back on their feet. And stop their vile industry from corrupting our fair town with the Eldritch, vileness. Komm, wir müssen ein bisschen spielen, oh boy. Badger Co. is definitely up to something. But I'm not trying to enable your power fantasy just to see you get hurt. I can fight. This bow isn't just for show. Here, go a few rounds with my little training robot. Here. Let me see if you actually know how to use that thing. With pleasure. So, jetzt geht's los. Wir gegen den Training Dummy. Let me explain how a pro does this. Watch and learn. I like to break a fight down into four stats: Attack, Defense, Accuracy and Speed. My stats are here on the left. 2-2-1-1. And I'm guessing the dummy stats are like this, here on the right. Okay, also Attack und Death sind wir besser, Rest ist gleich. Verstehe ich. If my attack is higher than my opponent's defense, then I land the hit and maybe apply an effect. Okay. Side note, if my death equals or is higher than the enemy's attack, I block them and be fine. Same goes for the opponent though. Now, let's look what we can each do. Abilities. Also Tutorial finde ich auf jeden Fall schon mal sehr schön gemacht, auch mit den Hervorhebungen hier und so. All my skills are on the left and all the dummies are on the right. Das finde ich auch ganz cool, dass hier alles scheinbar auf einem Screen schon stattfindet. Und das quasi linke Hälfte ist meine Hälfte, rechte Hälfte ist Gegnerhälfte, finde ich auch ganz nice. Wollte euch hier nur mal kurz die Attacken von, vom Dummy zeigen und sein Leben und so. Da sitze ich nämlich vor. Right now, my attack is higher than my opponent's death, so I land the hit. Hearts. They show how much damage a character can take before fainting. Lecture's over. Time to apply that knowledge. Connect. Pick the strike ability to deal some damage. So, on connect deals one damage. Bonk. Thanks to my higher death,
I blocked my opponent's attack. Did you see how my guard ability wasn't available? Ja, kann sein. That's cause I didn't have enough accuracy. So, the higher my accuracy is, the more options I have. Last but not least, let's talk about speed. Whoever has the most speed goes first. This is crucial on effects that apply in the same turn. If I have the same speed as the opponent, I'll go first. Hero's initiative. Each turn starts with a dice draft. Ooh. Now the Würfel come in. Each dice color matches a stat color. Drag the 6 attack die to your attack slot. Krieg ich direkt plus 6 oder was? Oh, ich liebe das Spiel jetzt schon. Muss mir einfach nur ein paar Würfel geben, die ich irgendwo hinziehen kann und ich bin verliebt. Yeah. Now I've got plus 6 added to my attack. See that? The enemy took a die too. You've gotta be strategic in your picks. Das finde ich halt eine coole Mechanik, dass man scheinbar immer halt sich so die Würfel rauszieht. Dicey Dungeons habe ich bisher noch nicht gespielt, nee. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Das hat sich jetzt auch schon in der Erklärung so angehört, dass wir quasi, wir werden jetzt sehen, wie viele Würfel wir dann immer pro Runde irgendwie picken dürfen oder ob es ein Würfel pro Runde ist. Aber so kann man natürlich cool strategisch dann spielen, dass dann jetzt der Bot irgendwie sagt, okay, bei Attack habe ich dann vielleicht keine Chance mehr, aber dafür gehe ich dann eher auf Defense oder ich gehe irgendwie auf Speed, damit ich schneller angreifen kann als mein Gegner oder ich gehe auf Accuracy, damit ich irgendwie krassere Attacken freischalten kann. Finde ich eigentlich ganz cool, die Mechanik, dass man sich so Stück für Stück jeder quasi upgraden kann und unterschiedlich in Richtung entwickelt. I can use any colored die to give plus 1 to any off-colored stat. Okay. I see. So, Slot Swap. Move your 6 attack die down a slot to increase your defense by 1. Warum? Why would I do this? Nice. Even if it just plus 1 to my death, that's enough to block my enemy's attack. Okay, also er möchte jetzt lieber den einen Schaden hier durchbringen. Aber ich meine, ja gut, ich meine, er hat eh nur noch einen HP, der Dummy, aber zumindest können wir so den Angriff blocken. I see. I should still outpace him with my higher speed, but it doesn't hurt to be cautious. Das kommt noch dazu, ja. Oh, and any die with a value of 1 can only be used with the same color. Hm, das ist schlecht. Now to pick the last dice and finish the draft. Was brauchen wir dafür? Brauchen wir dafür 2 grants 1 death. Achso, ein 3er death im nächsten Zug. Und man kann wahrscheinlich eh immer nur eine Attacke wählen, oder? Von daher machen wir einfach noch Speed drauf. Achso, okay, es gibt 6 Würfel. Ah, und die 6 Würfel zählen für uns beide und wir können uns dann nacheinander die Dinger rauspicken. Okay, das macht's ja nochmal ein bisschen cooler. Okay. Finde ich ganz nice. Okay, man kann auch mehrere Würfel hinzufügen. Schade, ich dachte, man muss wahrscheinlich immer nur einen nehmen und dann irgendwie mit dem höchsten austauschen oder so. Gut, aber ich würde jetzt trotzdem striken, weil dann ist er dead. So, enemies drop loot when defeated. Take that items to continue. Ein Pfirsich gibt uns 2 Stamina. Wir haben 0 Stamina scheinbar. Weiß aber noch nicht, was es bedeutet. Und 10 Geld. That was actually rather impressive. I know, right? You're all a quiver at my archery skills. So, das ist schon irgendein Wortwitz, ne? Mit, aber. Anderen Pfirsich nicht schlecht, ja. Stop that. Hehe, sorry. You might just be able to pull this off. First I'm going to clean up the mess you made here. Hehe, sorry about that. Can I help? Yeah, get out of my way for a bit. Right. I'll just swing by the inn and see if anyone needs help in the meanwhile. So, jetzt sind wir in Jewel's Vale. Haben wir also auch noch so eine kleine Stadt mit so Upgrade-Kram, den wir aber noch nicht freigeschaltet haben komplett. Eine Bank, irgendwie,
Ja, Händler wahrscheinlich. Verzauberung, Schmiede und Mining. Geh jetzt vielleicht rein in die Kämpfe oder so? Naja, mal gucken. Purchase a bed and rest for the night. Hier unten, wo ich gerade mit der Cam drüber sitze. Ich weiß nicht, ob das irgendwie suggeriert. Vielleicht kriegen wir auch noch eine Gruppe, dass wir nicht nur einen Charakter haben, sondern mehrere. Hier haben wir noch ein Journal. Da können wir auch mal drauf drücken. No Quest. All Chapters. Chapter 1. Tutorials. Okay. Nein, wie komme ich wieder raus? Ah, hier unten bei Beck. Gut, gehen wir mal ins Inn. Innkeeper. Welcome. You can't explore the depths on an empty stomach or tired feet. Why not grab a bite and rest a spell? You'll be amazed how much more you can do after a little R and R. Ride and rest. So, Bed for a Night kostet 10 Gold. Na toll, das ist direkt alles wieder weg. Und gibt mir 3 Stamina. Okay, die Stamina braucht man dann wahrscheinlich, um irgendwie Quests oder Aktionen, Kämpfe auszuführen oder so. Muss ich das hier anklicken? Ah ja, ich muss hier anklicken. Kann ich denn lesen, was es hier gibt? Nein. Read and Wreckfest. Gute Nacht. Ah, that felt great. Nothing like a nice rest to give me the extra stamina I need for the battles ahead. Rest and relaxation. Ah, okay, danke. Slept well, huh? Okay, Recreation. Gut, dann auch das. Alright, Partner. What's the plan? We're not partners. If you're serious about this, first we need to do some reconnaissance. I'm sure Badger Co. is modifying the designs I made for them. Achso, und Badger Co. und Mining, und deswegen müssen wir in den Minenschacht runter und da kämpfen. Ah, okay, ich verstehe. Intellectual theft. The fiends. More that they don't know what they're doing and somebody could get hurt. Head down into the caverns and see if you can find any blueprints. Are you sure we can't do something more, you know, more? I'm the Archer of Justice. How will anyone know about all the good I'm doing if there's no razzle-dazzle? I've already dealt with one vainglorious hot heat. Don't make me regret working with you. Sorry. Think of it this way. If we know how they're building and repairing their diggers, you know where the snipe, where to snipe the weak spots, right? Ich rede immer noch mit dem Hasen, ja. Hey, yeah, now you're talking, back in flash. So, jetzt schnell in den Minenschacht hier rein. I've got to find and retrieve Ayla's blueprints from Badger Co. in the mines. Floor 1. So, I can press linke Maustaste to move to a room, hold rechte Maustaste to look around and press tab to toggle auto mode. Okay, also wir sind jetzt in dem Raum und können in den Raum rein latschen. Und da ist ein Bösewicht. Achso, rechte Maustaste. Okay, damit kann ich mir einfach die Karte angucken. Und was war Tab? Kameramode unlocked. Kameramode locked. Okay. Na gut. Okay, es geht direkt los mit Würfelwahl, oder was? Okay, der hat 2 Leben, der kann striken, Fokus und stealen. Und das ist ein Death-Button, ne? Aber ich nehme natürlich mir erstmal hier den krassen Würfel raus, würde ich sagen. Okay, nimmst du den zweitkrassesten Würfel raus? Was ist das? Okay, das bedeutet, dass ich geblockt werde. Im Speed sind wir aktuell höher. Oh Mann, der macht mir alles nach. I can't pierce his death with my current draft. But I can still salvage this. I can use my techniques to help myself now or in the future. I don't even need to land a hit to make them work. I better brace and use my guard this turn. Use guard to continue. Okay. Also dieses Kettenverkettungssymbol, dieses Connect-Symbol ist dann halt, zeigt mir an, ich muss halt einen Treffer landen, sonst funktioniert es nicht. Aber die Guard braucht halt keine Verknüpfung, deswegen kann ich das einfach machen.
Ach krass, ich krieg den sogar instant dazu. Das ist natürlich nice. So. What's with these drafts? I don't have enough attack again. At least I have the extra death die thanks to the technique I used last turn. But even using my two death dice to increase my attack, I won't beat his death. Ah ja, stimmt, ich kann die ja auch umverschieben. Noch, ne, hab ich schon wieder vergessen. Eureka! The stamina I recovered at the tavern can boost any of my stats. Use your stamina to grant plus 3 to your attack during this turn. Okay, wie viel Stamina, wo sehe ich denn meine Stamina überhaupt? Ach, da unten. 3 Stamina. Ja, ich weiß, es ist Ende. Ach so, ich kann alle, muss dann 3-mal Stamina da drauf ballern. Ah, still not enough. Wait, I still have the peach I won from the last battle. Gibt nochmal 2 Stamina. Ja, okay, also es ist auf jeden Fall, doch, also doch noch ein, es wirkt eigentlich erstmal relativ simpel, aber man kann doch relativ viel machen. Mit den Items noch dazu, mit der Stamina noch dazu. So, increase your attack by repositioning your dice and using your stamina. Wie viel hat er denn überhaupt? Er hat 7. Das heißt, ich bin doch eigentlich eh schon drüber, oder nicht? Wenn ich den hier draufballern würde, ich bin schneller als er. Warum bin ich jetzt nur bei 6? Bei 5? Achso, ach stimmt, weil die eine falsche Farbe haben. Naja, die geben beide nur 1. Okay, verstanden. Ja gut, aber wir haben keine Zeit mehr. Ich muss leider aufhören, auch wenn ich gerne weitermachen würde. Ich hau trotzdem noch schnell zu. Das ist natürlich interessant, da muss man dann immer umdenken, weil ich mache jetzt natürlich keine 11 Schaden an ihm, weil ich irgendwie 11 Attack habe, sondern ne? Ich mache ja nur die Differenzschaden von seiner Defense zu meinem Attack. Okay. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich mag den Pixel-Stil sehr gerne. Ich mag, wie das Interface aufgebaut ist, sehr gerne. Ja, Story-Charakter könnte ein bisschen cringy werden, aber war jetzt noch im Rahmen. Das Spiel werde ich auf jeden Fall weiterspielen, da bin ich mir 100% sicher. Deswegen gibt es bei mir dafür volle Punktzahl. Das ist genau meine Marmelade. Okay.